Archer liegt im Westen, nicht weit von hier. Wenn wir dieser Straße folgen, können wir den größeren Bullgruppen aus dem Weg gehen, die sich in Cambridge rumtreiben. Sich so weit vom Polizeirevier zu entfernen, ist riskant. Aber den Sender funktionstüchtig zu bekommen, hat oberste Priorität. Wenn es nach mir ginge, hätte ich mein Team schon längst verlegt. Der Gelehrte Halen hat beunruhigende Energiewerte in der Gegend gemessen, denen wir nachgehen müssen. Wir wissen nicht viel darüber, nur dass sie lediglich für kurze Zeit auftreten und eine Frequenz verwenden, die fortschrittliche Technologie erforderlich ist. Wir befürchten, dass derjenige, der für diese Energiewerte verantwortlich ist, eine Bedrohung sein könnte. Also müssen wir der Sache nachgehen. Zwei weitere Teams hierher geschickt, um Technologie zu sammeln. Die Mission des ersten Teams war ein großer Erfolg. Wir haben kistenweise Vorkriegsartefakte und historische Dokumente mitgebracht. Die zweite Mission verlief nicht ganz so gut. Kurz nachdem das Team angekommen war, ist der Kontakt ab. Wir haben nie wieder etwas von ihnen gehört. Was mein Team angeht, wir haben schon vier Männer an dieses verfluchte Ödland verloren. Seit unserer Ankunft werden wir laufend attackiert. Aber trotz dieser Rückschläge denke ich nicht daran aufzugeben, als verschollen gemeldet zu werden. Das waren die 5 Stars. Alle. Alle 5. Kapiert? Weil das... Also, das ist lustig. Irgendwie. Okay. Irgendwie nicht. Da wären wir. ArcJet Systems. Draußen sollten keine Sicherheitssysteme sein. Wir können also durch den Haupteingang rein. Ihr hört Diamond City Radio und ich... Ihr wisst schon, ich bin's. Travis, so sieht's aus. Hier kommt Into Each Life, Some Rain Must Fall. Es war um Firmen wie diese hier, die den letzten Nagel in den Sarg der Menschheit schlugen. Sie nutzten die Technologie für ihre eigenen Zwecke aus. Sie steckten das Geld ein, ohne sich Gedanken über den Schaden zu machen, den sie angerichtet hatten. Sieh dir die Trümmer an. Wie es scheint, hat sich schon jemand um das automatische Sicherheitssystem da... Too much is falling. Sieh dir die Trümmer an.
must fall. But someday the sun will shine. Some folks can lose the blues in their heart. But when I think of you, another shower starts into each life. Some rain must fall, but then much is for me. But when I think of you, another shower starts. But you must be falling in my magazine the missionary's wife concealed. Magazine, what happens? I see how people who are civilized bung you with automobiles. You know you can get hurt that way, Daniel? At the movies they have got to pay many coconuts to see. What do they say, Danny? Uncivilized pictures that the newsreel takes of me. So, bongo, 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 he don't wanna leave the Congo. No, 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 no. Bongo, he's so happy in the jungle, he refused to go. Don't want no penthouse, bathtub, streetcars, taxis, noise in my ear. So no matter how they coax him, I'll stay right here. Schön. They hurry like savages to get aboard an iron train. The Tringalingo Hula Humble Express. And though it's smoky and it's crowded, they're too civilized to complain. When they've got 2 weeks vacation, they hurry to vacation ground. What do they do, Danny? They swim and they fish, but that's what I do all year round. Met. So, bongo, 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 I don't wanna leave the Congo. I think I'll stay there.
Triebwerkskern ist vor uns. Das dürfte unser letzter Halt sein. Pass auf, wo du hintrittst. In diesem Bereich scheint der Strom ausgefallen zu sein. Ray Smith, meine Damen und Herren. Ray Smith. Der Sender sollte im Kontrollraum am oberen Ende des Kerns sein. Die Aufzüge haben aber keinen Saft mehr. Hey, wir müssen weiter habt ihr die versuchen, die Stromversorgung also, in der Anlage. Also, es gibt da diesen Artikel in der Zeitung. Die Gelehrten Public können sich hier ewig austoben. Junge, ich meine, das ist schon also eine Nummer. Wartungsbereich neben dem Hauptraum um. Ich bleibe hier und halte uns den Rücken frei. Ausgezeichnet. Cool. Energieversorgung des Triebwerkskerns wiederhergestellt. Triebwerk betankt und bereit zur Zündung. Scheint, als hätten wir den Kern gesichert. Gehen wir hoch in den Kontrollraum.
Freunde. Hey. Hier drüben. Entschuldigung, Paladin Dance. Wartungslift an die Oberfläche. Nach oben. Der Bunker sieht sauber aus. Weiter geht's. Paladin Dance. Naja, das hätte besser laufen können. Aber immerhin haben wir die Mission erfüllt. Ich finde, wir haben gut im Team zusammengearbeitet. Das stimmt. Es ist eine angenehme Abwechslung, mit einem Zivilisten zu arbeiten, der Befehle befolgen kann. Es gibt allerdings noch zwei wichtige Dinge zu besprechen. Zum einen werde ich dich für deine Unterstützung während dieser Operation entlohnen, sobald du mir den Sender gibst. Ich denke, diese Waffe wird dir sehr nützlich sein.
Es ist meine persönlich angepasste Version des Standard-Lasergewehrs der Bruderschaft. Möge es dir im Kampf gute Dienste leisten. Danke. Gerne, Zivilist. So, und was die zweite Sache angeht, ich möchte dir ein Angebot machen. Wir hatten da drin mit einigen Schwierigkeiten zu kämpfen. Unsere Operation hätte durchaus in einer Katastrophe enden können. Aber du hast einen kühlen Kopf bewahrt und dich wie ein guter Soldat verhalten. Ich bin fest davon überzeugt, dass du das Zeug hast, um der Bruderschaft beizutreten. Als wir uns am Polizeirevier begegnet sind, hast du mir gesagt, dass du der stählernen Bruderschaft beitreten willst. Ist das immer noch dein Wunsch? Oder trennen sich hier unsere Wege wieder? Es wäre mir eine Ehre, beizutreten. Das freut mich zu hören. Treffen wir uns am Polizeirevier, dann besprechen wir die Einzelheiten.